Hallo, herzlich willkommen. Ich komme aus der Dunkelkammer für Schwarz-Weiß-Fotografie, habe mich schwarz-weiß angezogen und möchte was erzählen über Farbfilme. Du möchtest wissen, welches ist der beste Farbfilm? Das geht nicht so einfach. Das kann man nicht so einfach beantworten. Nicht mal ich selbst habe einen Film, wo ich sage, das ist für mich der beste. Aber ich bin auf der Suche nach dem, der am besten für mich passt. Ich hatte schon mal einen, den gibt es leider nicht mehr. Und deshalb denke ich, ich könnte wieder einen finden und werde die Farbfotografie nicht an den Nagel hängen. Und möchte über die Methode berichten, wie versuche ich rauszukriegen, welches ist der beste für mich. Das ist noch individueller als Schwarz-Weiß-Fotografie, bin ich der Meinung. Weil Farbfotografie auch sehr subjektiv ist. Und es gibt ein paar harte Fakten, über die wir reden können. Zum Beispiel der Kontrastumfang. Der ist irgendwie Fakt. Oder die ISO-Zahl. Die steht auf dem Film drauf, man kann die einstellen. Bei der Schwarz-Weiß-Fotografie habe ich berichtet, wie ich mich daran nicht halte, weil ich da Ahnung habe, wie ich das beim Filmentwickeln nutzen kann und positiv nutzen kann für mich. Bei der Farbfotografie habe ich nicht genug Ahnung. Deshalb mache ich immer so, wie es draufsteht. Ganz selten, wenn ich es falsch gemacht habe und aus Versehen mal einen 200er Film so belichtet habe, als hätte ich einen 400er drin, gehe ich zu einem Labor und sage, macht mir mal eine Push-Entwicklung, dann wird die länger entwickelt. Dadurch verändern sich Farben ein bisschen, werden meistens intensiver, aber darum soll es hier nicht gehen. Ich spreche darüber, wie ich fast alle Farbfilme benutze, nämlich mit der ISO-Zahl, die draufsteht. Und das machen fast alle anderen Fotografen auch so. Und dann bringe ich den Film weg und wenn er dann wieder aus dem Labor kommt, entwickelt aus dem Labor kommt, dann scanne ich ihn ein. Sehr viele Leute scannen die Filme. Ich würde sagen, fast alle haben ein digitales Ergebnis dann. Und anhand dieses digitalen Ergebnisses kann ich sehen, was hat der für eine Körnigkeit, was hat der für eine Schärfe, was hat der für eine Farbigkeit, was hat der für einen Kontrastumfang. Mit diesem Scan arbeite ich weiter. Ich mache den Scan selber und kenne mich mit meinem Scanner schon so ein bisschen aus und werde euch dabei zeigen, worauf ich achte, was ich da mache. Viele Leute bringen das einfach weg und lassen das scannen und müssen dann damit klarkommen. Und auch da ist es interessant zu wissen, ist es immer dieselbe Maschine, ist es immer dasselbe Labor, weil wenn ihr immer mit demselben Labor arbeitet, dann könnt ihr euch auf gewisse Art und Weise auf das Ergebnis verlassen. Das heißt, an der Schraube schraubt ihr nicht. Ihr schraubt nur an der Schraube Film kaufen und versucht dann über so eine Sachen wie Kontrastumfang oder Farbigkeit und so zu sehen, ob das der richtige Film ist. Das Schwierigste dabei an dem Thema ist die Farbigkeit. Es gibt Leute, die sagen, ah, der ist eher so gelblich, andere sagen bei einem anderen Film, ja, der hat eher so neutrale, kühlere Töne. Ich halte davon nicht so viel, weil mein Farbempfinden ist ein ganz anderes als dein Farbempfinden. Und wenn ich die Augen schließe und in die Sonne schaue und nach 10 Minuten die Augen wieder aufmache, ist alles komplett farbverzerrt, weil das Rot in den Äderchen, in meinen Augenlidern, mein Farbempfinden, was ich danach habe, total verzerrt. Und das ist eigentlich ganz normal. Trotzdem gibt es Unterschiede in dem Farbpotenzial der Filme. Und darauf muss man auch irgendwie achten, auch wenn keiner von uns so richtig proof sagen kann, der Film ist irgendwie mehr grün und der ist mehr magenta. Das glaube ich nicht. Ich denke, dass man das hinterher durch Photoshop oder beim Scannen viel beeinflussen kann. Habe aber feststellen müssen, dass es doch irgendwie Unterschiede gibt. Die sind aber so fast gefühlt und darüber werde ich berichten, wenn wir uns die Bilder anschauen oder die Scan-Ergebnisse anschauen, über die ich reden möchte. Es gibt eine ganz einfache Methode, wie man das alles abkürzen kann. Und zwar, wenn ihr eine Kamera habt und ihr fotografiert immer mit der gleichen Kamera, und das machen fast alle, legt ihr einen Film ein und wenn der zu Ende ist, das letzte Bild, was ihr auf dieser Kamera habt, das macht ihr nochmal mit einem anderen Film. Das heißt,
ihr seid irgendwo im Urlaub oder ihr macht eine Serie, fotografiert eine Porträtserie und dann merkt ihr, ah, jetzt ist der Film voll. Die gleiche Einstellung mit dem gleichen Licht, nichts geändert, macht ihr mit dem nächsten Film, der ja möglichst ein anderer sein sollte, den ihr testen wollt, auch. Wenn es die gleiche ISO-Zahl hat, dann lasst ihr die ISO-Zahl. Ansonsten, wenn es eine andere ISO-Zahl ist, korrigiert ihr an nichts außer der ISO-Zahl. Und so könnt ihr auch durch das Beobachten rauskriegen, welcher Film ist. Weil wenn ich einen Film in komplett anderen Lichtverhältnissen fotografiere, kann ich keinen guten Vergleich machen. Wenn ich aber alles gleich habe, gleiches Motiv, gleiche Kamera, gleicher Standpunkt, noch nicht mal irgendwie 2 Meter zur Seite gehen und auch nicht irgendwie eine halbe Stunde warten, weil das Licht anders sein könnte, dann kann ich auch ohne Ahnung vom Scan-Vorgang, ohne Ahnung von Weiterverarbeitung des Bildes, kann ich rauskriegen, welcher Film zu mir passt, weil ich kann ja das letzte Bild des einen Films mit dem ersten Bild des nächsten Filmes gut vergleichen. Dabei gehen mehrere Fotos verloren, die eigentlich doppelt oder dreifach sind, weil das erste Bild ist ja meistens noch gar nicht komplett drauf, also müsste man 2, 3 machen. Mir tut es dann ein bisschen in der Seele weh, wegen dem teuren Filmmaterial, aber es macht Spaß. Es ist eine Art, sich auch einem Thema anzunähern und es ist so wie die letzte Seite des Tagebuchs, ist exakt das gleiche wie die erste Seite des nächsten Tagebuchs. Es macht Spaß und es gehört kein Know-how dazu. Das heißt, einige von euch können jetzt schon abschalten und können loslegen und können diese Methode verwenden, die funktioniert. Andere, die es interessiert, können auch meine Erfahrungen, die ich mit verschiedenen Filmen gesammelt habe, sich anschauen und gucken, wie ich scanne, wie ich versuche, einen Film zu beurteilen. Und ich werde auch ein paar Bilder zeigen, die ich für den Film passend finde. Das ist auch eine Methode, dass man den Namen des Filmes, den man testen will, im Internet eingibt und auf Bildersuche sieht, was machen andere Fotografen mit diesem Film. Es gibt welche, die sind nachts besonders gut, aber was ist gut? Das bloß weil 99% den so benutzen, heißt es nicht, dass der für dich auch passen muss. Vielleicht ist das für dich der ideale Porträtfilm, bloß weil niemand ihn für Porträt verwendet. Probierst du es dann vielleicht nicht aus. Deshalb bin ich bei der Methode ein bisschen kritisch, weil sie beeinflusst dein Sehen zu stark. Und dann denkt man, ah, der und der Film ist für Nachtaufnahmen, der und der Film ist für Porträtaufnahmen und der Film ist für, was weiß ich, Produktaufnahmen oder für neutralere Sachen oder so. Davon halte ich gar nichts. Ich bin sogar der Meinung, dass der billigste Urlaubsfilm, früher war das der Kodak Gold, den ich nur mitgenommen habe, wenn ich keine großen Erwartungen an die Bilder hatte, auch der kann super Ergebnisse erzielen. Und der teuerste, wo immer die Händler gesagt haben, das ist aber ein Profifilm hier, Ekta, Kodak, das ist ein Profifilm, mit dem bin ich nie so richtig warm geworden und die Bilder sind dann immer irgendwie so, ja, okay. Also, das sagt gar nichts. Der freakigste Film kann für dich genau der richtige Film sein und ganz exakt das bringen, was du möchtest. Es gibt viele neue Filme auf dem Markt und ich bin der Meinung, wenn du viel analog fotografierst, du solltest deine Homebase finden, du solltest deinen Film finden, mit dem du am meisten machst. Aber ich denke, man sollte auch Filme ausprobieren und neuen Filmen auf dem Markt eine Chance geben. Da gibt es welche, die haben Vorbelichtungen, die sind verkehrt rumgewickelt, die sind von Hause aus irgendwie ohne Lichthofschutz. Das sind eigentlich alles Fehler, aber in der analogen Fotografie sind ja Fehler Riesenchancen. Und vielleicht entdeckst du dadurch, dass du mal einen neuen Film ausprobierst, Sachen, die du gar nicht gesucht hast. Ich habe ein paar Filme ausprobiert und hatte eigentlich eher Vorurteile und dachte, oh nee, was soll das für ein Scheiß, schon die Packung hat mir nicht gefallen und war dann positiv überrascht teilweise und habe gedacht, wow, schön, das kommt in die Serie, das ist besser als das, was ich erwartet hatte, als das, was ich von meinem bisherigen Film gewohnt war, weil es zum Thema gut gepasst hat, weil es in die Serie gut gepasst hat und ich bin der Meinung, wir sollten diese Initiativen, neue Filme auf den Markt zu bringen, unterstützen und dabei auch neue Möglichkeiten entdecken. Viel Spaß und viel Erfolg beim Probieren. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr vorgeht. Ich bin ein bisschen unsicher,
weil ich den noch nicht genau gefunden habe, aber ich bin schon ziemlich weit bei meiner Suche und vielleicht könnt ihr durch den Austausch auch über eure Suche berichten. Tschüss! Der Name des Films steht am Bildrand. Wenn ihr also einen Film habt, der gut funktioniert hat und ihr wisst nicht mehr, was es für einer ist, dann schaut dort am Negativrand nach. Ich scanne die Sachen und hier mal beispielhaft habe ich dahinter geschrieben, was für Filme ich verwandt habe. Gleichzeitig schreibe ich es aber auch bei Lightroom, wo ich meine Bilder archiviere, in die Metadaten. Meine Negative bewahre ich in Pergaminhüllen auf und da steht nicht nur das Datum drauf, wann ich den Film gemacht habe und noch ein paar Stichwörter, um was für ein Projekt es sich handelt, sondern auch, was für einen Film ich verwandt habe. Dadurch finde ich schnell wieder, wenn ich einen bestimmten Film suche und gucken will, ob der gut war oder nicht. Farbfilme sind alle, haben alle einen Farbton, weil sie ja das Licht unterschiedlich absorbieren müssen und nicht alle Lichtfarben durchkommen dürfen. Und deshalb haben die so wie ein Farbfilter eigentlich. Die sind eigentlich ein Farbfilter. Und das ist ziemlich interessant, wie unterschiedlich die verschiedenen Filme von ihrer Grundfarbigkeit sind. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film und der ist neutral. Wenn ich den umwandeln würde, würde er so aussehen. Bei einem Farbfilm geht das nicht. Da würde es so aussehen. Und das sind noch keine Farben, wie ich sie mir vorstelle. Das ist mein Scanner. Mit dem scanne ich ein. Da lege ich die Negative so rein und weiter verarbeite ich sie dann mit Silverfast. Wenn ich Vorschau-Scan mache, haben die Negative so eine komische Farbe hier. Und den Rahmen, den ihr da seht, wenn ich den über das Bild rüberschiebe, dann wird korrigiert durch das Programm. Je nachdem, wie ich den Rahmen mache, zum Beispiel jetzt über die linken beiden Negative, bietet er bei gleicher Einstellung eine ganz andere Farbigkeit. Dann frage ich mich, was der so rechnet. Das ist auch ein bisschen wie Autotonwertkorrektur. Damit am Schluss die Farben rauskommen, die ich haben will, muss ich ganz schön viel frickeln. Und jetzt habe ich links Fuji Superia eingestellt. Und ich finde, die Farben, die er mir da bietet, sind viel eher die Farben, die ich gesehen habe, weil ich erinnere mich an den Tag und habe so ein Feeling dafür, was ich fotografiert habe. Diese Spundwand, das dritte Bild von links, ist sehr gelb gewesen und das wollte ich dann auch gelb schon beim Scannen haben. Das heißt, ich stelle was Falsches ein, weil das ist kein Fuji Superia 400 ASA gewesen und stelle oft was anderes ein und hier bei dem Scannen, bei der Oberfläche probiere ich einen Haufen Voreinstellungen aus, um irgendwann die zu finden, die mich zu meinen Ergebnissen führt, die ich haben will. In dem Fall die falsche Einstellung. Hier ist das Bild, was mir so viel besser gefällt. Ja, dann mache ich Stapelscan und scanne natürlich nicht nur eins, sondern gleich die ganzen vier Streifen. Dann öffne ich die in Photoshop und schneide mir die dann zurecht und korrigiere dann hier nochmal ein paar Farben. Hier sieht man einmal gescannt mit der Einstellung von dem Film, den ich hatte, und einmal mit der Einstellung von irgendeinem Fuji-Film, den ich gar nicht hatte, den es auch gar nicht mehr gibt. Und das obere gefällt mir besser als das untere. Das entspricht eher dem, wie ich es wahrgenommen habe oder wie ich mir später den Print wünsche. Bei diesem Bild sehen wir sehr kräftige Farben und das wird oft verwendet für die Werbung für Farbfilme. Das sagt relativ wenig, außer es gibt Blau, es gibt Rot, es gibt Grün und alle Farben sind sehr intensiv vorhanden, wie auch bei dem Bild. Aber ob das Bild insgesamt vielleicht tendenziell zu grünstichig ist oder zu blaustichig ist, kann man kaum einschätzen. Es sagt nur, alle Farben kommen vor. Schwieriger ist es bei solchen Motiven, wo sehr viel Grau ist.
Der Turm im Hintergrund, das Gebäude links, das Gebäude, was so schräg steht, der Vordergrund, alles ist eigentlich relativ grau und trotzdem ist es ein Farbbild und ist auch als Farbbild gedacht. Und wie kriege ich das hin, dass dieses Bild nicht irgendwie einen Farbstich hat? Das finde ich nicht einfach. Das sehe ich manchmal mit meinen eigenen Augen nicht. Und auch da übertreibe ich die Farbigkeit, indem ich die Sättigung hochreiße. Und dann sehe ich, dass der Vordergrund rotstichig ist, während der Himmel schon so ein bisschen cyangrün. Für mich ist der Himmel und die Gebäude, die ich erwähnt habe, grau. Und der Vordergrund ist für mich ein bisschen zu warm. So lasse ich die Farbigkeit natürlich nicht, sondern ich nehme sie wieder raus. Und dann gucke ich, ob ich mit Farbbalance oder über selektive Farbkorrektur an dem Bild noch ein bisschen rumtunen kann. Hier über Farbbalance kann ich es vielleicht noch ein bisschen kühler machen. Und da mache ich mir manchmal Arbeit und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel Arbeit. Aber ich habe eine gewisse Vorstellung, wie das Bild zu sein hat. Und bunt soll es oft gar nicht sein. Farbfotografie heißt für mich nicht Buntfotografie. Aber all das ist relativ subjektiv. Und auch wenn ich mit manchen Filmen Schwierigkeiten habe, weil ich das Gefühl habe, egal wie viel ich hier zwischen Magenta und Grün ausbalanciere, wenn ich das endlich irgendwie in die Reihe gekriegt habe, dann ist vielleicht ein anderes Farbpaar oder eine andere Farbe irgendwie unterrepräsentiert. Und das scheinen manche Filme mehr zu haben, das Problem, andere weniger. Und das stört mich manchmal. Eine Sache, die klarer zu entscheiden ist, ist der Kontrast. Bei diesem Motiv sehen wir rechts auf der Fassade einen ganz hellen Bildteil und links im Schatten einen sehr dunklen Bildteil. Ein Film sollte für mich das hinkriegen, dass er zwischen den hellsten Teilen und den dunkelsten Teilen immer noch Zeichnungen zeigt, weil dann kann ich damit arbeiten. Wenn es komplett schwarz hier im Vordergrund wäre, hätte ich das Bild nicht gemacht. Auch hier, der Film bekommt es hin. Hier ist er an seine Grenzen angekommen. Links die Hecke, die ist schon schwarz und rechts der Weg ist schon ein bisschen zu grell. Muss ich sagen, zu der Serie passt es irgendwie, weil ich diese Unwirtlichkeit, dass es irgendwie, die Leute haben ihr eigenes Häuschen da, haben heile Welt, aber eigentlich ist es eine Anti-Mensch-Stadt. Ich sehe hier gar nicht, wo der Bürger vorkommt. Ich sehe hier gar keinen Raum für einen Fußgänger. Und das ist so eine Vorort-Atmosphäre, die mir eigentlich ein bisschen wehtut. Und da arbeite ich an einer Serie und da kann vielleicht auch der Kontrast oder die Farben manchmal ein bisschen quietschen. Aber ich kann es ja hinterher durch die Bildbearbeitung auch ein bisschen verstärken. Nur wenn der Film das gar nicht leistet, weil alle Schatten komplett schwarz sind und der Himmel komplett weiß ist, weil er nicht so einen großen Kontrastumfang abbilden kann, dann kann ich damit nicht mehr viel arbeiten. Das ist übrigens ein Kodak Ultra Max 400. Der kriegt den Kontrast eigentlich ziemlich gut hin. Der nächste Film ist ein Wolfencolor NC 500. Und ich hatte das Glück, dass ich bei einem Job zwei identische Kameras mit identischen Objektiven mit hatte und hatte in dem einen Film einen Kodak Gold und dem anderen einen Wolfencolor drin und möchte euch mal den Vergleich zeigen. Das ist jetzt der Kodak Gold und das der Wolfencolor. Kodak Gold, Wolfencolor und ihr seht schon, die Körnigkeit ist ein bisschen stärker, die Schärfe ist nicht ganz so. Aber hier zum Beispiel dieses Motiv, was ich häufiger fotografiert habe, wirkt mit dem Kodak Gold ein bisschen schlierig, ein bisschen nicht so auf den Punkt. Es müsste etwas kontrastreicher sein. Wenn ich so fotografiere, würde ich hinterher das versuchen, ein bisschen knackiger zu machen. Und das macht der Wolfencolor von sich aus schon. Das Motiv gefällt mir eigentlich besser.
Ich zeige nochmal das Kodak-Goldbild. Und das Harte, was das Motiv hat, das bringt das Meer rüber. Genau wie hier. Der Kontrast ist stärker, die Farben sind irgendwie anders. Und er hat seine Berechtigung, der Film, auch wenn er mir zu kontrastreich ist, zu körnig ist und ich ihn zu charaktervoll finde. Hier jetzt eine Nachtaufnahme in Dresden, die gleiche Aufnahme mit Stativ, mit dem Wolfencolor. Da hat er ganz schön Schwierigkeiten. Das kriegt er nicht so hin. Hier auch nochmal die gleiche Aufnahme, gleiche Position. Der Kontrastumfang ist ihm zu hoch. So sieht's mit Kodak Gold aus. Was für ein Billo-Film eigentlich und was er für schöne Nachtaufnahmen hinkriegt. Genauso am Tage. Ich mochte den Film nie, aber ich musste mich mit ihm ein bisschen anfreunden, weil es manchmal einfach keine anderen gab oder mein Portemonnaie das nicht hergab. Und bin ziemlich happy darüber, dass es ihn überhaupt gibt und er hat seine Leistung. Aber um nicht den anderen Film jetzt zu dissen, ich glaube, er hat auch seine Berechtigung, lasse ich einfach mal ein paar Bilder durchlaufen, die ich gut finde. Vielleicht weil sie so speziell sind, weil sie vielleicht zu kontrastreich sind. Diese Blumenbilder haben für mich regelrecht was Mystisches. Die Farben sind nicht korrekt wiedergegeben, aber ich finde es cool. Viel zu kontrastreich, viel zu körnig. Trotzdem, warum nicht hier, wo der Teich kaum noch Wasser hat und das Boot da so auf dem Trocknen liegt, das passt zu dem Motiv. Ich hätte das so nicht bearbeitet mit einem Kodak Gold und bin mit dem dann positiv überrascht. Wenn so in der Stadt irgendwelche Objekte rumliegen wie hier, wo Bauarbeiter Beton in so eine Planschbecken reingemacht haben, das fotografiere ich so immer mal wieder und es ergibt so Serien von mir, die zu dem Thema der Stand der Dinge sind. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich fotografiert habe mit dem Wolfencolor. Und das hier mit dem Ultramax 400, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Völlig andere Situationen. Und das hier mit Kodak Gold. Das war das letzte Bild auf dem Film. Und dann habe ich mir gedacht, hey, lege ich einen neuen Film rein, ich möchte einen Harman Phoenix testen und habe genau die gleiche Brennweite, Belichtung, gleiche Kamera genommen und das ist dabei rausgekommen. Hier nochmal Kodak Gold, ein bisschen schlierig, aber viel schärfer, viel detailreicher und weniger kontrastreich. Achtet mal auf das Wasser in dem Pool oder auf das Fenster links. Um einen Film zu testen, muss ich natürlich verschiedene Sachen ausprobieren und dann denke ich mir, was könnte er denn gut machen? Und denke, bunt geht immer und fotografiere eine Szenerie, die sehr farbenfroh ist und das kriegt er gut hin, aber die Kontraste kriegt er kaum hin. Ich habe das gleiche Motiv zwei Blenden überbelichtet und es ist so krass überbelichtet, das würde mit den Kodak-Film nicht so entgleisen. Und hier unterbelichtet, das gleiche hier, korrekt belichtet, zwei Blenden überbelichtet. Das müsste zu hell sein, aber das ist schon ganz schön krass zu hell. Also er hat einen Kontrastumfang, der zu stark ist, meiner Meinung nach. Trotzdem entstehen Bilder wie das hier mit den Blüten, wo ich denke, vielleicht durch die übertriebene Farbigkeit und die übertriebenen Kontraste hat es auch was. Ich versuche mich dann auf solche Filme einzulassen und überlege, wo ist denn sein Potenzial? Diese neuen Filme haben oft keinen richtigen Lichthofschutz. Diese Schicht fehlt irgendwie. Und deshalb seht ihr an den Gebäudekanten oben, wie das Licht rüberstrahlt. Ich finde es ein bisschen nervig, aber für manche Motive, wie die abgesägten Bäume, wo das die dunkle Rinde und das helle Holz, wo das so rüberstrahlt, vielleicht ist es gerade richtig. Oder hier eine Nachtaufnahme, wo man diese Überstrahlung extrem sieht. Der nächste Film ist ein CineStill 400D.
ein paar Nachtaufnahmen. Auch hier, der Lichthofschutz ist irgendwie nicht richtig da. Und deshalb überstrahlen die Farben, vor allen Dingen halt so orange-rote Farben, überstrahlen in das Dunkle hinein, was natürlich Schärfeverluste zur Folge hat, aber auch Atmosphäre schafft. Hier das wiederkehrende Motiv der Baustelle bei meinem Atelier um die Ecke. Ist mir auch zu kontrastreich, ist mir auch zu körnig, aber ich fand es interessant, den mal zu probieren und hatte mir überlegt, auch mal ein paar Porträts auszuprobieren. Und da war ich positiv überrascht. Hier seht ihr wieder die überstrahlten Lampen. Aber wenn man keine Lampen hat, sieht es eigentlich ziemlich geil aus. Mit dem Film kann man auch vieles machen. Hier ist mir das Überstrahlen dann wieder ein bisschen unangenehm, weil plötzlich ein Orangeton reinkommt in die Holme von den Fenstern, der gar nicht da war, der durch den Film entstanden ist. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht, den Film zu testen und ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass ich den kaufe. Der Kodak Ekta ist ein Klassiker und der wurde mir immer angeboten als super feinkörnig und super Profi-Film und so. Und auch da kämpfe ich mit dem Magenta-Ton und die ersten beiden Bilder sind zwar Bilder, wo gar kein Rot vorkommt, wo fast alles grün, kühle Töne, Cyan, Blau vorkommen. Also das kriegt er schon hin, aber in dem Augenblick, wo Magenta da ist, habe ich das Gefühl, ich kämpfe da wie gegen Windmühlen. Hier sehen wir aber, wie scharf er ist und was er für einen krassen, schönen Kontrastumfang hat. Dass er in den hellsten Bereichen Zeichnungen hat und in den Schattenbereichen auch Zeichnungen hat. Und der überstrahlt auch nicht. Der hat den Lichthofschutz so, dass bei Gegenlichtaufnahmen die Kanten nicht ausbrennen. Oder hier fast gar nicht an den Lampen. Und das ist auch ein relativ monochromes Farbbild. So muss es irgendwie möglich sein, mit einem Farbbild, einen Farbfilm Bilder zu machen. Bei den Bildern bin ich ein bisschen unglücklich, weil ich da das Gefühl habe, ich kämpfe wieder gegen den Rot-Magenta-Ton. Und wenn ich ihn endlich weg habe, dann ist plötzlich der Himmel grün. Das will ich natürlich nicht. Andere Sachen kriegt er sehr gut hin und gerade wenn es bunt ist, scheint die Farbfotografie sehr gut zu funktionieren. Der nächste Film ist ein Kodak Ultra Max. Und auch hier grün und rot funktioniert total gut, macht richtig Bam, ist richtig schön zu sehen. Aber was ist, wenn man das nicht so haben will, wenn man nicht nur grün fotografieren will? Ja, die Schärfe ist schon beeindruckend und auch der Kontrastumfang bei den meisten Bildern enorm. Auch die Körnigkeit, dass das ein bisschen unscharf ist, lag bei mir am Fotografieren. Am Film liegt es jedenfalls nicht, der ist schon sehr scharf. Auch hier die Dunkelheit und die Helligkeit, toll, wie er das hinkriegt. Hier ist es ein bisschen zu viel und da frage ich mich, woran liegt es? Es ist an dem gleichen Tag wie andere Bilder. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu dunkel belichtet und dadurch leidet natürlich der Kontrastumfang auch. Und deshalb mache ich oft mehrere Aufnahmen, wie bei den nächsten Bildern. Eins wird dann schon hinhauen. Auch in Schwarz-Weiß fotografiere ich oft so, dass ich zu einem Bildidee meistens zwei, drei Mal auslöse. Sowas möchte ich gerne, dass ein Film das leistet und es gibt manche, die das nicht leisten. Dieser Detailreichtum, das finde ich schön. Der gleiche Film in einem Innenraum und ich habe das Gefühl, obwohl der Kleiderständer, der definitiv nicht grün ist, schon einen Grünstich bekommt und manche Sachen im Raum schon einen Grünstich bekommen, ist es mir trotzdem noch zu rot oder zu rötlich, orangelich. Ich kann es nicht so richtig benennen, aber da scheitere ich manchmal an Filmen, indem ich versuche, das wegzukorrigieren. Wie auch bei dem, wo ich das Gefühl habe, da fehlen Farben.
dem gleichen Film kriege ich aber auch ganz zarte Sachen hin, wo die Farbigkeit ganz dezent ist und ich das schaffe, das so zu korrigieren, dass die Schärfe in Ordnung ist, der Kontrast in Ordnung ist, dass eine Stimmung entsteht, die nicht quietschbunt ist und ich ganz fein dirigieren kann, welche Farbtöne ich haben will. Und zwar die, die ich gesehen habe, mit meinen Augen, mit meiner subjektiven Wahrnehmung. Oder auch hier, der Farbton des Bildes ist total entscheidend für die Bildaussage. Und wenn das so gefiltert ist oder so ausbalanciert ist, dass es zu warm ist, dann funktioniert das Bild nicht. Deshalb, dass die Nachbearbeitung eines gescannten Bildes oder beim Scannen, welcher Farbton dabei entsteht, ist ein ganz kreativer Prozess. Und der wird oft unterschätzt, finde ich. Gerade wenn man die Filme weggibt und dann in ein Labor gibt, dann kommen die halt irgendwie wieder, wie jemand anders die toll fand. Aber eigentlich ist das eine ganz wichtige Sache, wie das Bild dann gefiltert wird. Und so bunt oder so farbig, einfarbig, das geht immer, so wie hier. Das ist gar nicht so schwer. Hier, zack, grün. Oder hier jetzt. Blau, das funktioniert. Aber wenn es zarter sein soll, dann scheitern manche Filme oder ich scheitere beim Ausbalancieren der Farben. Das ist easy, das funktioniert. Oder das hier. Ja, und zu guter Letzt lasse ich einfach noch ein paar Bilder, wie ab diesem Bild hier, die ich mit einer Wegwerfkamera von Rossmann Store It gemacht habe. Das Bild funktioniert meiner Meinung nach nicht mit dieser Kamera und auch nicht mit dem Film, der da drin ist. Aber die weiteren, die jetzt noch so kommen, denke ich, ja, das ist genau der richtige Film. Das ist genau diese Art von Unschärfe, Körnigkeit, entgleister Kontrast zu hell, zu dunkel, Lichteinfall, die zu dieser Serie passt. Deshalb ist die Frage nach dem richtigen Film immer auch eine Frage, was möchte man? Will man feine Architekturaufnahmen oder will man Müll auf der Straße fotografieren, der sowieso wie eine Störung schon in der Matrix mir erscheint? Und dann ist es auch okay, wenn der Film Störeffekte hat. Das passt dann dazu. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Viel Erfolg beim Filmetesten. Und viel Spaß an der analogen Fotografie.